Aufnahme starten. Weiter geht's in Zelda. So. Boop. Boop. Bisschen Zelda. Ist die Karte groß, ja. Also ich weiß nicht, ob ich das alte Game gekannt habe, aber ich bin jetzt von hier nach da gegangen. Und die Karte ist so groß. Da kannst du sogar noch zoomen und so. Also die Karte ist schon ziemlich... Also gibt's viel zu entdecken. Und es gibt noch eine Oberwelt. Da gibt's auch nochmal Zeug. Also die Karte ist riesig, meiner Meinung nach. Also da hast du... Mit Sicherheit über 300 Stunden Spielspaß in dem Game, wenn du alles erkunden willst. Oder viel erkunden, nicht mal alles. Also ich glaube, wenn du alles erkunden willst, jeden Grog-Sam und so, bist du über 1000 Stunden in dem Game mit dabei. Wie weit bist du schon? Wir haben ein paar Tempel gemacht. Ich glaube, so 20 solche Tempel haben wir bisher gemacht. Also wir sind noch ganz am Anfang eigentlich. Also so, wir sind so 8 Stunden im Spiel. 8, 9, 10 Stunden. Kannst du Ausdauerflut und Medizin machen. Das Spiel ist wirklich groß, ja. Genau, mit Medizin kann man auch ein bisschen was machen, mit Food. Man kann in dem Spiel auch kochen, kann sich Perks kochen, sage ich mal, damit man mehr Ausdauer hat, ein bisschen mehr Leben hat, damit man nicht erfriert in einem Bereich. Und man kann halt bauen in dem Game, das ist halt auch irgendwie krank. Muss ich da draufhauen auf das Ding? Ja. Okay, dann macht's Peng, wenn ich da drauf hau, verstehe. Nehmen wir das da. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, nochmal draufhauen. Das ist die Frage, wie machen wir das am besten? Reicht da ein Pfeil, wenn ich einen Pfeil da dran baller, oder? Okay. So, und hier müssen wir jetzt nochmal murmeln. Da müssen wir irgendwo eine Murmel finden. Noch, wo ist die Murmel? Okay, die kann man sogar miteinander verbinden. Das ist ja ultra interessant, Mann. Da hinten ist die Murmel. Okay, ich glaube, ich verstehe, was man da machen soll. Komm mal mit, Digga. Kann ich die auch irgendwie anders noch aktivieren, die Spring? Geht es? Oder muss ich die anschießen? Ja, geht doch. Nur die Frage, wie kriegen wir das Ding darüber? Okay. Ich glaube, das müssen wir aber hier verkeilen. Hier ein bisschen drehen. Sehr gut. Holen wir uns die Murmel des Todes und legen die mal da hinten ab. So, schön da ablegen. Rums. Tschüss, Murmel. Haben wir es aber gleich eingesnackelt, oder? Fast Hole in One. Schade. Ja, das hat ja super funktioniert. Okay, wir sind drin. An sich, wie überzeugt bist du von Tears of Kingdom? Ich finde es grandios. Es hat sehr viele gute Sachen. Gerade das Baumenü, viele neue Ideen, die es davor noch nirgends gab in einem Game. Aber es ist halt Nintendo. Nintendo macht das oft. Die trauen sich wenigstens was. Die machen nicht, ich mache die Ubisoft-Formel und dann mache ich 10 Spiele daraus. Yippie, im Jahr. 10 Spiele in Ubisoft-Formel-Manier. Yippie. Ich bin der Entwickler des Monats. Sondern die trauen sich was. Die machen neue Sachen, die halt interessant sind, sage ich mal. Aber es gibt auch ein paar Schwachstellen von dem Spiel, wo ich schon gesehen habe. Also ich finde das Kampfsystem zum Beispiel finde ich sehr, sehr schwach. Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich glaube, es hat nicht funktioniert, Leute. Warum geht die oben dann auf? Das macht keinen Sinn in meinem... Okay, ich glaube, die müssen wir hier hinstellen. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann doch das machen. Doch hier den da machen. So. Und dann kann ich doch das da machen. Den da. Und dann kann ich doch das da machen. So. Und warum schwebst du jetzt in der Luft?
Weil das war davor nicht so, Digga. Du bist eigentlich auf dem Boden gestanden, Digga. Okay, aber die Funktionalität geht nicht zurück. Das ist ja auch interessant. Also ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas falsch mache. Noch zu wenig. Aber ich verstehe es auch nicht. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Nee, das ist das Falsche. Den hier. Okay, und jetzt ist... Weiß nicht, ob das ein Bug war gerade. Könnte vielleicht auch andersrum hinstellen. Schätzt gut. Ich hoffe, das funktioniert, Leute. Mir fehlt immer noch eins irgendwie. Aber das andere, da kriege ich ja nicht rüber, oder? Also da hinten ist noch eins, aber das kriege ich ja nicht rüber. Die obere ist asynchron mit den anderen. Nimm die runter und schlag nochmal drauf und mach sie wieder drauf. Das habe ich gerade gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass die obere nicht richtig drauf ist. Ich glaube, ich muss die richtig zentriert draufstellen vielleicht. Weil die war vorhin nicht zentriert drauf. Vielleicht ist das Problem gewesen. Steht auch noch ein bisschen schräg. Das kennt komplett gerade. So. Okay. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. So, da machst du ich. Sehr schön. Oh, doch noch Zelda heute. Toy und Lola, ja. Ein bisschen noch. Also die nächsten 15 Minuten. Aber in 15 Minuten ist dann Sense, dann ist vorbei. Auch wenn das, also heute hat es mir sehr gut gefallen, immer so 2-3 Stunden, dann Pause, 2-3 Stunden Pause, 2-3 Stunden, das wird wahrscheinlich jetzt häufiger sein. Und alle die Human, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Du musst Schwertangriff machen, also nach dem Zweihänder auf den Boden schlagen. Ja, das wäre wahrscheinlich auch gegangen, jo. Das hätte man auch machen können vielleicht, jo. Wie weit bist du eigentlich schon? Vielleicht so 10 Stunden im Spiel, sage ich mal. Also wir haben auch schon eine Fee gefunden, aber wir haben sie noch nicht aufdecken können. Und die Pausen auch gut, da kann man sein Zeugs einplanen. Ja, vor allem, man kann halt in der Zeit was essen. Das Problem ist, wenn ich halt am Game bin, ich vergisst da halt Gott und die Welt und vergiss ich, dass ich Hunger habe. Und das ist halt nicht gut, sage ich mal, wenn man halt 7-8 Stunden am Stück nichts isst. Das ist nicht gut für einen, also zumindest nicht tagsüber, sage ich mal. Ich meine, Heilfasten ist ja auch schön, aber... Und es ist halt auch anstrengend, sag ich mal. Und so eine Pause tut gut, dann hast du einen frischen Kopf, dann bist du nicht so unkonzentriert beim nächsten Mal. Okay, dann müssen wir zum blauen Ding noch. Können wir mal hier oben gucken. Und hier kann man dann immer Sachen markieren, sag ich mal. Also wenn du hier zum Beispiel irgendwo einen Schrein siehst, dann kannst du von da oben gucken, kannst die Fernrohr benutzen und kannst die Tempel markieren und dann sind sie auf der Karte markiert. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, den Stein bitte einmal markieren und dann taucht er bei mir hier auf der Karte auf, sag ich mal. Und dann weiß ich auch, wie weit er weg ist und so. Das ist schon relativ geil gemacht, das Game, finde ich. Okay, also dann holen wir uns den blauen noch und dann sind wir wahrscheinlich für heute durch. Oh shit. Ich finde, das Game hätte ein bisschen mehr Grafikpower gebrauchen können, sage ich mal. Weil es sieht manchmal schon ein bisschen... Gerade wenn es jetzt auf dem kleinen Monitor geht, aber auf dem großen Monitor ist es halt pixelfrei. Siehst halt auch nicht wirklich Details. Auch hier siehst halt die Blätter, dass die halt nicht so wirklich State of the Art sind. Also das kannst du halt nicht mit
Horizon Forbidden West vergleichen von der Grafik her. Aber es ist dafür gameplay-technisch mindestens doppelt so gut. Mehr Grafik schafft die Switch leider nur bedingt, ja. Eben das Problem. Aber sie sind ja, ich habe heute irgendwie eine Nachricht gelesen, dass sie vielleicht doch dran sind, eine Switch 2 noch rauszubringen, relativ zügig. Gucken wir mal, was noch kommt. Was Nintendo so plant, das weiß sowieso niemand als, war hier nicht irgendwo ein Tempel? Offensichtlich nicht. Okay. Dann haben wir da noch einen Tempel und da haben wir noch einen Tempel. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Da wissen wir noch gar nicht, wie wir da hinkommen sollen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier hin. Weil hier gibt es auch noch... Also wir müssen irgendwo... irgendeine Steppe finden. Irgendwas mit E hat es gehießen. Damit wir irgendwie eine Fee aufwecken können. Nintendo war hardware-technisch leider immer hinterher die letzten Jahre. Ja, ich weiß auch nicht, was die machen oder warum sie das tun, sage ich mal. Die Switch ist auch sehr kinderfreundlich, beziehungsweise man hat alles drauf, spielen kann. Könnte auch an dem liegen. Eldin. Ja, ich glaube, Eldin, irgendwie sowas war es, ja. Ich weiß nicht, ob das da oben dann irgendwo mit am Start ist, aber wir können ja mal gucken, ob wir den Turm noch finden. Das müsste dann da sein. Das müsste der Turm sein da hinten. Könnte halt sein, dass die Gegner da noch OP sind. Aber ich muss die Karte auch denken. Es hat gehießen, im Nordosten gibt es die wohl. Genau, und den können wir auch mal gleich markieren. Dann haben wir den auf der Karte drauf. Gucken wir mal. Es ist schon schön, das Spiel, aber es könnte halt um so viel noch geiler aussehen. Da oben ist auch was. Da oben ist auch was. Also es gibt da halt wahnsinnig viel zu entdecken in dem Game. Oder wir machen es so. Also wir holen jetzt noch nicht das Ding. Wir holen da den Tempel. Gehen in diese Pferderaststätte, die es da gibt. Ich kapiere das auch nicht. Man kann für den Preis sicher mehr Leistung hinkriegen. Steam Deck schafft es ja auch. Ja, Steam Deck kam aber nach der Switch. Das muss ich auch immer mit bedenken, ne? Ich meine, die Switch ist jetzt auch schon 5 Jahre alt oder so. Dass da die Technik noch nicht so weit war wie das Stream Deck, wo es rausgekommen ist, vor 2 Jahren oder wie es war, ne? Ich hoffe halt, dass es irgendwann so weit ist, dass die Nintendo eine Serverhalle hat mit der Konsole da drin, sag ich mal, und du einfach nur online dich bei Nintendo einloggst und das Game dann spielen kannst und du dann halt im Monat von mir aus 20 Euro zahlen musst oder so. Das wäre, finde ich, cool. Oder irgendwie sowas in der Art. Weil dann könntest du auch richtig krasse Sachen machen. Auch gerade Online-Sachen, sage ich mal. Wenn halt jeder eine gute Internetleitung hat irgendwann. Ich traue mich nicht in diese roten Löcher. Und Doremann, was genau meinst du damit? Mit roten Löchern? Kann man auch falsch verstehen, auf jeden Fall. Unlösch, danke für den Panda, Digga. Also gut, letzter Schrein für heute. Gucken wir uns an, was man da machen muss. Rote Löcher sind ominös. Ja. Ich finde es einfach ein bisschen schade und ich bin absoluter Nintendo-Fan und Mafia kann ich... Ich bin auch absoluter Nintendo-Fan, aber ich spiegel auch manchmal in PS5 rein, sage ich mal. Gerade Horizon Forbidden West hat für mich grafisch alles weggeballert, was ich bisher gesehen habe. Also grafisch ist das Ding richtig krass. Also ultra krass. Wenn Zelda irgendwann so aussehen würde, sage ich mal, auch in dem Toon-Style, sage ich mal. Aber optisch so wie Horizon Forbidden West, das wäre ein Traumgame. Und auch vom Kampfsystem noch ein bisschen mehr... Das Kampfsystem in dem Game fühlt sich halt auch ein bisschen clunky an, leider. Aber das Gameplay ist halt echt richtig gut. Okay, da kann ich doch bestimmt irgendwas mit denen machen, oder? Vielleicht. Bisschen winden. Okay, die drehen sich. Müssen die sich alle drehen?
Ich hätte gedacht, so wenn man vielleicht oben drauf steht, aber der kann da nicht hochklettern. Tragisch, kann man sie irgendwie drehen. Okay, wir haben ja auch Ventilatoren noch mit am Start. Dreht sich das Ding, sag mal. Wenn ich die da dran klatsch. Leider nein. Was haben wir hier noch für Sachen? Ich glaube, ich auch einfach nur Beleuchtung, Deko. Was könnte man denn hier mitmachen, sag mal? Hab's durchgespielt auf der PS5. Das Game war auch storymäßig sehr gut. Also die Story, im Story interessiert mich meistens bei den Games halt nicht so, wenn ich ehrlich bin. Also es muss schon sehr viel passieren in einem Game, dass mich die Story catcht. Also Final Fantasy zum Beispiel, da finde ich die Story als immer richtig wichtig. Gerade den 10er fand ich storytechnisch ultra interessant. Hat jemand eine Idee, was man hier machen könnte? Das kommentieren mal aus. Ja, es war mal aus. Auf jeden Fall für eine kurze Zeit, ja. Hat jemand eine Idee? Was man da machen kann? Weil ich habe keine Idee, was man hier machen könnte, Leute. Also drehen kannst du das Ding nicht. Karte synthetisieren. Aktivieren und schnell drehen. So, warte mal, könnte man die Dinger vielleicht hier hinten und ballern vielleicht. Drehen die sich hier? Ah ja, okay. Ich müsste die noch ein bisschen schneller drehen, das Ding. Du kannst die Ventilator anmachen, an denen dann drehen. Ah, man kann an den Ventilatoren drehen. Ah, okay, ja gut. Also gut, ist aber auch sehr dubios, finde ich, dass man nur an den Ventilatoren dann drehen kann, aber okay. Ich glaube, dann machen wir es gegenüberliegend, wenn man selber drehen kann, das Ding. Und wie drehe ich das Ding schnell? Ah, okay. Drehe ich so. Okay. Beide müssen außen und du kannst denen drehen. Aber auch Krise vorhin bekommen. Ist schade, also dass man den Ventilator anselektieren muss, um das Ding zu drehen und nicht einfach das Ding anselektieren kann, um das Ding zu drehen. Das finde ich auch ein bisschen dubios, aber... Das ist auch manchmal Nintendo, das ist halt auch manchmal die unsichtbare Soße des Level Creators. Haben sie bestimmt vom Mario Maker geklaut vielleicht. Okay, perfektes Timing. Wir sind sogar genau um 21 Uhr fertig, Leute. Und Matthew, Mann, danke für die 4 Gs und danke für das Fingerherz, Digga. Darf ich dir helfen? Klar, Leute. Also wenn ich frage, ihr dürft mir immer helfen. Also hier ist... Klar, wenn ihr mir das Ende von Zelda spoilert, finde ich das nicht so geil. Aber gerade wenn ich... Keine Ahnung, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich es weiter... Oh, ja, komm, wir holen die. Das können wir noch schnell machen heute. Warum denn nicht? Das machen wir noch schnell geschwind. Also wir geben noch schnell die Dinger ab und holen ein bisschen mehr Ausdauer und so weiter. Und Betty Confetti, sei auch gegrüßt. Schönen Mittwochabend auch an dich, Mann. Und danke für die 50 Bits, Mann. Cool, dass du auch mal wieder noch reinschaust am Abend. Wie schon diesem Mia-Sma-Monster und eben bisher noch kein Monster, richtig großen, krassen Monstern begegnet, sag ich mal. Okay, gut, dann haben wir das. Dann kann ich euch noch schnell, also an all die, die jetzt noch da sind von vorhin,
die es nicht wissen, sage ich mal, hier ist die Oberwelt, sage ich mal, das Tutorial-Gebiet. Und da kann man jetzt praktisch diese Sachen, die man bekommt in den Tempeln, die kann man umwandeln in Lebensenergie oder eben in Ausdauerpunkte, sage ich mal. Deswegen macht man die Schreine in dem Game. Einfach um stärker zu werden, um höher klettern zu können, um mehr Hits aushalten zu können und so weiter. Und Smart Life, Mann, danke für die 6 Bits, Digga. Danke, danke, Mann. Und Stefan, Mann, danke fürs Teamherz, Digga. Deswegen sollte ihr vorher immer gefragt werden. Ja, genau. Also das, so finde ich es perfekt, wenn irgendjemand fragt, hey du, Digga, kann ich dir helfen? Das ist eigentlich das Optimum halt. Also, und viele machen das auch mittlerweile, sage ich mal, weil Streaming gibt es ja schon relativ lang und viele wissen, sage ich mal, dass der Streamer nicht unbedingt immer gespoilert werden will. Und das Beste, was der Zuschauer machen kann, ist sagen, hey du, Digga, wie sieht's aus? Kann man dir helfen oder so? Halt nicht in einem bösen Ton, sondern einfach, hey du. Darf ich dir helfen oder so? Oder was kann ich für dich tun? Und Stefan, Mann, danke fürs Teamherz, Digga. Ich sag nur, wenn du was fragst, ja, das eben. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, wenn man halt was weiß und so und man würde es dann halt gern sagen dem Streamer und ihm weiterhelfen, aber wenn er selber knoben will. Also es gibt auch genug Streamer, da ist alles verboten, da darf man gar nichts spoilern. Jeden Tempel darf man nichts sagen, sondern der Streamer will es dann selber rauskriegen. Aber ich für meinen Teil bin da ein bisschen entspannter. Haben wir noch eine andere Frage, Leute, wenn das irgendjemand weiß? Gibt es noch eine andere Statue oder muss man immer hier hingehen, um die Lebenspunkte holen zu können? Das ist nämlich auch die Frage, weil du musst halt jedes Mal irgendwie wieder das Rätsel machen. Ah ja. Genau, und bei dieser Statue kann man jetzt praktisch die Punkte, die man bei den Tempeln gesammelt hat, eben, wir haben jetzt wieder 8 Tempel gemacht. Das heißt, wir können entweder Herzen oder Ausdauer, aber ich bin eher. Also ich würde sagen, wir machen einmal Ausdauer und einmal Herz. Ganz viele unten. Es geht in den großen Städten welche. Ah, okay. Sehr gut, weil da muss man nicht immer hier hinlatschen. Das ist halt manchmal auch ein bisschen schwierig. Zum Beispiel vor Schloss Hyrule in der Stadt. Ah, okay, gut zu wissen. Also das weiß ich dann nächstes Mal. Habe ich nicht aufgepasst, weil da war ich ja schon, aber habe ich bisher noch nicht gesehen. Okay, Ausdauercontainer, sehr gut. Yippie. Dann haben wir den auch mit am Start. Und dann machen wir noch ein Herzchen für die Mobs, die da kommen werden noch. Und wie weit bist du jetzt, Lukas, Mann? Wie viele Spielstunden hast du jetzt auf dem Buckel schon in dem Game? Wie viel Herzen hast du? Wie viel Ausdauer? Wie viel Schreine ungefähr? Weißt du das? Ungefähr. Das war doch bei Breath of the Wild auch so. Oh, ich kann mich da nicht mehr erinnern, Leute. Das ist 5 Jahre her oder so. Zwischenzeitlich wieder ein paar andere Games gespielt. Und noch andere Sachen, die ich mir merken muss, sage ich mal. Wann bist du wieder online? Morgen gucke dich echt gerne. Brian, wahrscheinlich morgen, ja. Morgen auch wieder den ganzen Tag verteilt. Wahrscheinlich. Und YouTube gibt es ja auch noch einen Kanal, wenn ich mal nicht live bin oder so. Schätzt so 20, hab 7 Herzen und 2 Ausdauercontainer. Okay, dann sind wir fast auf demselben Niveau ungefähr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 7 Herzen und 3 Ausdauercontainer, glaube ich. 12 Herzen, 1,5 Ausdauerringe. Das ist auf jeden Fall ordentlich, Marv. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Okay, Leute, dann würde ich sagen, dann war es das aber für heute. Eben. Hat mir das sehr viel Spaß gemacht heute, den ganzen Tag verteilt, sage ich mal. Eben, ich wünsche euch noch eine gefühlt 150 Crocs. Ich habe, glaube ich, 10 Crocs oder so. Okay, Leute, dann würde ich sagen, eben schön, dass ihr mit dabei wart. War wieder echt ein cooler Stream. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut, kommt gut ins Nächtchen, Leute. Könnt auch gerne mal auf dem Discord vorbeischauen, vielleicht auf dem Discord und auf dem YouTube-Kanal, wenn ihr wollt. Und dann geht's morgen weiter. Also, Leute, habt noch einen schönen Abend. Winke, winke, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Winke, winke, ciao, ciao, tschüss.